Ich weiß, dass wir in der Schule, wir hatten Nachmittagsunterricht, es war schon ein bisschen dunkel und die Schule war zum Teil Lazarett. Da mussten wir immer Blumen hinbringen und diesen Schwerverletzten, die da überall lagen, was auch erzählen und so besuchen. Und wir wurden also ganz plötzlich aus der Schule entlassen. Wir sollen nach Hause gehen. Es würden jetzt alle Leute, alle Deutschen aus Schrimm, so hieß dieser Ort, ungefähr 35 Kilometer südlich von Posen, würden fliehen. Und als ich nach Hause kam und dachte, ich hätte eine riesige Neuigkeit, die ich meiner Mutter und meinen beiden Geschwistern erzählen konnte, da stand schon ein Wagen vor der Tür, der halb beladen war. Und Pferde waren davor gespannt. Und meine Mutter hat dann in heiliger Eile uns auch noch gesagt, ihr könnt allerlei einpacken. Ich weiß noch, dass ich meinen Schulranzen vollgepackt habe mit Spielsachen und meine Mutter in Eile und Ärger die ganzen Spielsachen aus dem Ranzen wieder rausgeschmissen hat. Da habe ich jetzt noch manchmal Träume dran, das ist komisch. Und hat da nützliche Sachen reingesteckt und mit diesem Schulranzen und mit Hasenfellen, die uns umgebunden wurden, unter die Wäsche und unter den Mantel, wurden wir dann hinten auf diesen Wagen gesetzt. Wir hatten den Wagen durch baltische Freunde, die ein Gut hatten. Und die hatten uns die Pferde gestellt und der Wagen war von jemandem vom Roten Kreuz. Und so sind wir dann auch losgefahren. Ich kann mich noch dunkel erinnern, es war mitten in der Nacht, es war eiskalt, aber wir waren so in Federbetten eingewickelt, dass uns zu heiß war. Wir kamen dann bis auf das Gut dieser Freunde, die sind dann mit uns weitergezogen. Und da war ich nur noch an eine Übernachtung in einem Gutshaus. Und meine Mutter hatte dann noch schnell unsere Hühner geschlachtet und ich musste immer auf den Kessel mit den gebratenen Teilen aufpassen. Das teilte sie dann in diesem verlassenen Schloss mit so ein paar Militärs. Und dann sah sie das für mich eine besondere Erinnerung, den Kronleuchter an, der da in dem Rittersaal hing und sagte, das wird nicht mehr lang dauern, das sollst du mal hören, wie das klimpert, wenn die Russen in den Kronleuchter reinschießen. Und wir sind dann weitergefahren, an Details weiter erinnere ich mich gar nicht. Aber dann kam eine Situation mit den schwersten Ängsten meines Lebens. Wir sind dann auf das Gut von den Freunden unserer baltischen Gutsbesitzer gefahren und die haben uns dort zurückgelassen und sind selber gleich weitergezogen. Und dort waren wir noch einige Tage und das Schloss füllte sich immer mehr mit Flüchtlingen, aber wir hatten so ein ganz hübsches kleines abgelegenes Zimmer für uns. Und sofort hat mich meine Mutti dort wieder in der Schule angemeldet. Ich ging 3 Tage in diese Schule, ganz allein, morgens im Dunkeln, eiskalt zwischen hohen Schneewehen und dann zogen schon immer Militärs durch. Und wie ich am 4. Tag in diese Schule kam, da lag die voll mit verwundeten Soldaten und ich wurde ganz ärgerlich wieder nach Hause geschickt, tippelte wieder den Weg zum Gut. So Güter liegen ja immer ein bisschen außerhalb. Und wie ich zurückkam, war das Gut in heller Panik. Alle Flüchtlinge, die da waren, versuchten so schnell wie möglich das zu verlassen. Obgleich es immer hieß, das Gut liegt in der Neumark, die ist sicher, da wird nichts passieren. Der Gutsherr, der Freund unserer baltischen Bekannten, war mit seinen Treckern und seinen kostbaren Bildern und Teppichen in der Nacht geflohen, hatte das Gut und alle seine Angestellten einfach zurückgelassen. Und bis wir gemerkt hatten, was los war, ist meine Mutter in den Stall gekommen, da hat ja gerade jemand unsere Pferde eingespannt und sich genommen und unser Wagen, der stand schon in der Auffahrt. Das heißt, wir standen also mit unseren letzten paar Bündeln ganz verlassen da an dem Eingang zu diesem Schloss in hohen Schneewehen. Und da kam aber vorbei zum Glück ein kleines Heeresbataillon, das müssen wohl Förster oder Jäger gewesen sein, die hatten so ganz leichte Kutschen und sehr edle Pferde. Und die Pferde, die waren auch völlig erschöpft und der schlug auf die Pferde ein und die gingen vorne immer hoch und der Wagen verrannte sich in den Schneewehen. Und da ist meine Mutter, die vom Baltikum her, vom Gut noch ein bisschen wusste, wie das geht, gesagt, sie würde ihm helfen zu kutschen, dafür müsste er uns und unsere paar letzten Bündel mitnehmen. Das hat er auch getan. Und wie lange wir dann gefahren sind, weiß ich nicht. Es müssen 2, 3 Tage gewesen sein. Auf jeden Fall hat er immer wieder geschimpft, wir seien ein Hindernis und wir würden den Wagen erschweren. Und meine Mutti hat dann immer gesagt, tut so, als ob ihr schlaft, denn er wird keine schlafenden Kinder einfach rausschmeißen. Und dann hat er uns schließlich aber doch
gelassen, und zwar in einem abgelegenen Bahnhof, von dem aus man ein kleines Dorf sehen konnte. Da stand ein Zug mit lauter Güterwagen, der sollte nach Berlin fahren und sollte das ganze Städtchen evakuieren. Und so war es auch. Er setzte uns raus und wir standen da auf diesem Bahnhof. Und nach kamen alle Leute aus diesem Städtchen mit Handwagen und Bündeln und füllten die Wagen und füllten auch den Viehwagen, der uns zugedacht war. Und nach einer Weile hieß es aber dann, die Russen sind schon so nah. Das war dann schon in der Gegend Küstrin. Ich weiß, im Nachhinein, da begann die Schlacht um die Seelower Höhen. Und dieser Zug wird gar nicht mehr fahren. Und das war für mich als Kind der schlimmste Moment der Flucht. Alle Leute hatten ihre Wägelchen und ihr Gepäck und gingen zurück ins Städtchen. Und man sah, wie die Lichter überall wieder angingen. Das funktionierte ja wohl noch. Und wir waren als Einzige auf diesem verlassenen Bahnhof zurückgeblieben, der ganz abgelegen war. Und da war ich also wirklich, da war ich ganz steif vor Angst. Meine Mutter hat sich dann umgeguckt, was sie machen sollte. Und da kam was Erstaunliches, was auch mit den Baltendeutschen zusammenhängt, nämlich ein stattlicher Mann in einem weißen Schneeanzug sprach uns an und sprach Baltisch. Und meine Mutter war natürlich ganz aufgelöst vor Freude und vor Schreck. Und der hat gesagt, wenn die Bahn den Kopf verloren hat, dann wird die Wehrmacht den Zug übernehmen. Wir müssen dieses Städtchen unbedingt evakuieren. Und er gehörte zu den Vlasov-Truppen. Ich habe erst viel später erfahren, dass das Überläufer waren. Das war ja sowieso ein Problem für die Balten, die ja auch häufig in Petersburg oder in Russland gearbeitet hatten als Regierungsmitarbeiter oder als Ingenieure oder technische Berufe. Und die waren ja dann auf einmal auf beiden Seiten. Und da gab es viele Überläufer, die auch vom Stalinismus irgendwie genug hatten. Und deswegen hatte sich diese Truppe, die Vlasov-Truppe, das ist historisch, gebildet. Aber ich habe hinterher gewusst, das sagt auch damals meine Mutter schon, wenn sie den erwischen, den möchte ich in seiner Haut nicht stecken. Und der hat uns dann eine Decke hinten in die Ecke von diesem Viehwagen genagelt, sodass wir so unser Eckchen für uns hatten. Und dann wurde im ganzen Städtchen bekannt gegeben, der Zug geht doch. Und gegen Morgen fanden sich alle Leute wieder ein. Aber Sie müssen bedenken, es gab ja keine Bänke in dem Viehwagen. Die Leute saßen ja alle auf dem Boden, zum Teil auch alte Frauen, die sie da abgelagert hatten. Und der Zug fuhr dann los im Zuckeltempo. Er hat sich immer wieder in irgendwelchen Wäldern versteckt. Und ein Ernst meiner Kindheit ist, die mir auch bis heute nachgeht, dass immer wenn der Zug dann mal hielt, dann sind alle Leute rausgestürzt und haben dann ihre Notdurft am Bahndamm verrichtet. In der panischen Angst, wenn der Zug losfährt, das war ja nicht geregelt, dass wir dann auf einmal allein da an dem Bahnhof stehen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass meine Mutter dann noch so eine kleine Milchkanne gerettet hat und ein Tütchen Zuckerstücke in ihrer Manteltasche. Und dann hat sie Schnee in diese Milchkanne gestopft und hat den umgekehrten Deckel uns mit dem dann geschmolzenen Wasser zu trinken gegeben mit einem Zuckerstückchen. Und ich weiß noch, dass dann einige Leute in diesem Wagen uns furchtbar angeschrien hatten, die Mutter sollte das lassen, denn wir müssten ja dann noch viel mehr über ihre Beine wegtrampeln und müssten dann ja noch viel mehr raus an Bahndamm. Wir sind ungefähr zweieinhalb Tage gefahren, Küstrin, Berlin. Ich weiß heute, das ist eine kurze Strecke.